weiß, was ich vor 5 Jahren gegessen habe. Dafür musst du die ER-Nebenmission machen. Ah. Wie fandest du die Game Awards? Ich habe die Game Awards nicht ganz gesehen. Ah. Erweitertes Realitätstraining online. Erweitertes Realitätstraining. Hier muss es zu Fuis Labor gehen. Ich bewege mich definitiv auf die Kämpfe des Abi zu. Ist einer der blauen Wichser von Avatar. Das kann ich doch früher dran gedacht habe. Ein direkter Draht zu meinem besten Game Awards 17 wegen Bill Clinton. Stell dir das vor. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr dann die Game Awards zusammen gucken können. Ich hoffe, das klappt. Dieses Jahr Spider-Man Game of the Year. Ja, mal schauen, dieses Jahr ist krass. Ich glaube immer noch, ich meine, das kannst du ja noch nicht sagen, die Games sind ja noch nicht draußen. Jetzt würde ich sagen Zelda, aber mal gucken. Das Ding ist, Spider-Man kann halt wirklich alles auseinandernehmen, ne? Nee, FIFA 23. Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Ich hoffe, dieses Jahr auf Drecksfinale. Ich würde, glaube ich, nicht auf Tsunami hoffen. Das ist, glaube ich, ja, da wird man, glaube ich, nur enttäuscht. So, was ist das nächste? Erweitertes Realitätstraining online. Ja, ja. Ja, ist das hier kalt? Wem sagst du das? Erinnerst du dich an? Erweitertes Realitätstraining. Name größer Huso, ja, ja, deswegen. Ach, jedes Jahr wird es etwas kälter. Ich glaube, daran ist Freeze schuld. Der Mark ist kalt. Hätte der Kühl den ganzen Planeten runter. Mir hat's schon gereicht, die paar Blocks zu fahren. Ja, der hat bestimmt auch seine Alte eingefroren. Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. An diesem Ort. Ja, wo ist das letzte? Erweitertes Realitätstraining online. Sitzen will ich nicht auf die Hoffnung, geht aber trotzdem noch. Ja. Ja, hoffen, klar. Vielleicht Resi, ja, Resi 4. Ey, Resi 4 sieht geil aus. Ich glaube nicht, dass es reicht für Game of the Year, aber ja. Glaubst du, Zelda wird Game of the Year, wenn GTA 6 auch rauskommt? Dann glaube ich nicht. Wurde eigentlich 2013 GTA Game of the Year? Was wurde 2013 Game of the Year? Da kam doch GTA raus, oder? The Last of Us. Oh, Digga. Yo, fucking RIP an Rockstar. 2013 kam GTA 5. Das ist eins der erfolgreichsten, oder vielleicht das, ja, ich glaube nach Minecraft irgendwie das erfolgreichste Game aller Zeiten. Und Last of Us gewinnt, 2018 kommt Red Dead und dann gewinnt God of War. Aber, Alter, bis wir GTA 6 sehen, das, ja, das wird noch ein bisschen dauern. Das Ding ist, ich bin halt nicht so ein GTA-Fan, ne? Aber mal gucken. Sonic 06. Gucken, was mit GTA 6 wird. Weil GTA 6 ist immer sehr, also GTA ist immer so, natürlich immer sehr erfolgreich und so, aber ich würde jetzt nie sagen, dass GTA wirklich so Game of the Year würdig war. Wisst ihr, was ich meine? Aber keine Ahnung. Typen zu zeigen, wer der Boss von Arkham City ist. Ja, ich will das. Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Ich sehe, Sie haben Batwing angefordert, Sir. Haben Sie was? Ja, kann schon verstehen, warum. God of War war eine sehr krasse Überraschung. Ich glaube, ich brauche den greifharten Schuh. Aber Mr. Fox sagte doch bereits, dass es noch nicht einsatzbereit ist. Wir sind noch in der Prototypphase. Ich habe lange genug trainiert. Ich bin bereit. Da, wo ist der Schub? Greifhakenschubverbesserung abgesetzt und bereit aufgenommen zu werden. Mich hat GTA-Story mehr berührt als bei... Guck mal, bei GTA 5 kann ich zum Beispiel gar nichts über die Story sagen. Ich habe legit alles vergessen. Ich kenne natürlich noch die Charaktere. Ne? Trevor, Michael und... ja, von dem dritten habe ich den Namen vergessen. Rassismus.
Aber ich weiß nichts mehr über die Story. Legit. Franklin. Ja, sorry. Genau, Franklin. Deswegen, so, keine Ahnung. Franklin Larby, ja. Ich weiß nicht, aber GTA. Ich meine, GTA 5 war ein gutes Game, natürlich, aber irgendwie ist GTA 5 nicht so für mich so. Weiß ich nicht. War ein gutes Game. Mehr aber irgendwie auch nicht. Calvin und Marvin. Watch Dogs Legion hatte Hackerfrau, Polizeifrau und Hackermann. Ja, ja, genau. Geiles Game. Beste Charaktere, Alter. Fucking Legion, Alter. Lieblingsspiel. Lieblingsspiel ist GTA 5. Ja, okay. Noch mehr Schnee. Okay. Klasse. Ich habe halt irgendwie Red Dead immer mehr gefühlt als GTA. I don't know. So, und jetzt habe ich das. Let's go. Das ist halt so lustig, ne? Was für ein Babyschub das ist in. Sehen, was der Clown vorhat. In Arkham City, ne? Wenn man das vergleicht mit Arkham Knight. Ich nehme an, dass uns Pinguin dann in sein Gebiet schickt und jeden abkleiden lässt, der nicht sofort zu ihm überläuft. Trevor voll ehrenlos, er meinte bei der Mission, dass er Dalton gekillt hat. Auf den Mann. Das alte GCPD-Gebäude? Freeze hat vermutlich eins der forensischen Labore umfunktioniert. Ich muss da rein. Sie ist zu. Und was jetzt? Ihr zwei versucht weiter reinzukommen. Ich baller ihre Köpfe weg, wenn sie versuchen rauszukommen. Und was dann? Spielt GTA im Stream und schleifen ihn zum Joker? Mal machen. Also im Stream hätte ich tatsächlich gar nichts gegen, nochmal GTA zu zocken. Also GTA 5. Aber ja. Sorry, Michael macht Snitch. Franklin wird Best Friend mit Michael. Trevor erfährt, dass Michael ein Snitch ist und ein paar Spiele Michael vs. Snitch am Ende wählen. Ja. Sauer auf mich, wenn ich dir sage, dass ich Watch Dogs 2 vor ein paar Monaten auf Platin-Trophäe gespielt habe. Watch Dogs 2 war doch gut. Ich fand das gut. Ich bin nicht auf Platin spielen, aber ich fand's gut. Ach, das ist ein lautes Ausschalten. Alles klar, das habe ich vergessen. Digga, jetzt werden ja hier nur Bibeln reingeschickt. Wie schon mal sagte, ideal wäre es, Sony Metal Gear Sonic abkauft und dann. Ja, ja, ist wirklich so. Hab Watch Dogs 2 auch was auf Platin. Ich bin halt gar nicht der Trophy. Ist halt krass. Sag ich auch, also no front, aber ich kann es halt auch null nachvollziehen, warum man das macht. Aber. Alles cool. Also Legion ist halt wirklich so ein Ding. Ich dachte mir noch so, okay, vielleicht war ich ja ein bisschen unfair zu dem Game. Ich muss es vielleicht nochmal spielen und so, aber wir haben es ja kurz im Stream dann nochmal gezockt und das Game ist halt Trash. Daran hat sich nichts geändert. Das Game ist einfach Trash. Watch Dogs 2 war wirklich easy auf Platin zu zocken. Ja, aber ich, also, weißt du, so, ich spiele das Game durch und dann bin ich durch. Weißt du, was ich meine? Ich könnte auch noch mehr Zeit da reinstecken, aber ich denke so, wofür? Weißt du? Damit ich dann eine imaginäre Trophäe habe? I don't know. Ich fühle das immer nicht so. Früher war ich auch so. Früher, ich habe alles über. Ich wollte immer alles auf 100% zocken. Aber irgendwie, ja. Digga, du hast Far Cry Primal auf Platin. Ja, true. Das war noch in meiner hobbylosen Zeit. Ja. Das war noch vor YouTube. Ich habe das Game nicht gemocht und ich habe es auf Platin gezockt, weil es einfach war. Sowas werde ich heute nicht mehr machen. Das ist so. I don't know. Ja, du und das dort übersprungen, kein Wunder, dass es Trash ist. Weißt du, jetzt sauer für mich, wenn ich sage, dass ich Legion beim Release auf Platin gemacht habe und 10 Jahre nimmst du auch verloren. Ah, Digga. Da wäre ich nicht sauer auf dich. Ja, und ich würde dich am liebsten in den Arm nehmen oder so und sagen, es wird wieder alles gut. Hä, was hast du überhaupt für ein Typ da? Ah, jetzt ruft Victor uns an. Ah, politischer Gefühl. Was machen Sie hier oben? Bitte, ich habe nur nach Essen gesucht. Hier oben. War nicht leicht.
Ich habe die Jungs da unten beobachtet. Die sind alle verrückt. Pinguins Männer wollten den von Joker auflauern. Doch als die auftauchten, haben sie ordentlich Dresche bezogen. Jokers Leute suchen nach Mr. Freeze. Er ist so ziemlich der Einzige, den ich nicht gesehen habe. Pinguins Männer sind im Gebäude und Jokers Jungs versuchen schon, wer weiß wie lange, irgendwie hineinzukommen. Warten Sie hier und verstecken Sie sich. Ich versuche, in das Gebäude zu kommen. Bald 69 Planer. Fucking Hannah Montana. Das war ein PS2-Spiel, ne? Ich brauche erstmal eine PS2. Telefon. Oh Gott. Hallo. Abo ist neben mir eingeschlafen. Kennst du meine Stimme? Stream war zu langweilig. Victor Zsasz. Höchst persönlich. Victor Zsasz. Freut mich, dass du dich erinnerst. Ich werde dich nie vergessen. Ich habe mir ein ganz besonderes Spiel ausgedacht, Batman. Nur für dich. Was kann er sagen, oder was? Klingeling. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch wird nicht gelogen. So ist das. Warte mal, passiert jetzt schon irgendwas? Nee, ne? Normalerweise muss man ja dann irgendwie dahin. Guck mal, Devil May Cry 5 will ich auch noch spielen. Ich habe noch nie einen Devil May Cry gezockt, aber da habe ich Bock drauf, da sehe ich mich. Sei ich dir ehrlich. Far Cry 6 nur vom Game, aber durch Los Polos und Manus Gas Spring 10 von 10. Hab ich auf Platinum Bubble Boys zu ziehen. Okay, alles klar. Batman gesichtet. Batman gesichtet? What's up? Hey, warte mal, was muss ich denn jetzt? Bin ich hier nicht richtig? Ich muss doch hier rein, oder? Zielperson Batman verschwunden. Abend zusammen, was geht? Was geht, was geht? Warte, ich muss ein bisschen Wasser trinken. Aber auf welche, auf was bezieht sich denn diese ganze Diskussion hier gerade? Geht es um Red Dead? Oder was ist hier los? Ah, muss ich hier rein? Er geht um Red Dead, ah, okay. Ja, Red Dead einfach Zucker. Keine Ahnung. Ich hab's gestern, wie gesagt, ein bisschen gezockt. Keine Ahnung. Es gibt irgendwie so gefühlt kein Game, was wie Red Dead 2 ist. So. Es ist von der Atmosphäre halt ein anderes Level. Die Open World, also die Interaktion mit den ganzen Leuten in der Open World, ist halt auch ein ganz anderes Level so. Am Red. Red Dead als Up-Red. Da müssen wir. Ist das hier richtig? Wo sind wir denn jetzt hier? Stray ist besser. Oh, Bane. Oh. What's up? Überrascht mich zu sehen, Batman? Ein bisschen. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hingst du an meiner Motorhaube. Du wusstest, dass es mich nicht töten würde. Das hatte ich auch nicht vor. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Was machst du hier? Dr. Youngs Titanformel. Der Payaso hat ein paar von Arkham Island runterschaffen können, bevor Timeout du passiert. Ihn gestoppt hast. Wie viele hat Joker denn noch von der Insel bringen lassen? Zu viele. Deshalb bin ich hier. Ich lasse nicht zu, dass der Basura dieser Stadt Titan missbraucht. Dr. Young hat es mit meiner Hilfe erschaffen. Es ist meine Aufgabe, die Überreste zu zerstören. Ich helfe dir. Aber nur damit du es weißt. Wenn du irgendwelche Tricks versuchst, gibt es Ärger. Wir finden Titanbehälter und zerstören sie. Abgemacht. Die Nachrichten löschen, nicht die Wahrheit. Natürlich. Jeder Behälter hat einen Funksender eingebaut. Wo ist eigentlich Wu? In der Stadt hier gab es insgesamt 12 Behälter. Video. Jeder von uns nimmt 6 und wir treffen uns hier. Jeder 6?
Schön. Heute ist kein guter Tag, um mich anzulügen, Bane. Denk daran. Ja, jetzt kommen halt die ganzen Sachen, ne? Die, wo man einfach nur Sachen sammelt, so. I don't know. Dieser Payaso wird dafür büßen. Apo ist eingepennt. Hört ihr die? Hört ihr ihn? Macht die ganze Zeit die Geräusche. So. Waren wir nicht eben richtig? Ist hier nicht richtig? Hier war doch der kälteste Ort, oder nicht? Apo. Das heißt erstens Red. Red ist mega nice und geile Story, not gonna lie. Ich habe ein bisschen geweint Richtung Ende und die Story, aber Gameplay ist übelst langsam 10 von 10, ja. Ich muss auch sagen, so gerade Missionsdesign ist ganz oft bei Red Dead nicht so gut. Ich finde Red Dead hat viele Schwächen, aber das ist halt egal. Nur so kannst du mein Spiel gewinnen. Wie du vielleicht weißt, erlöse ich die hirnlosen Marionetten, die das Glück haben, meine Rufe zu erhören. Du erlöst sie nicht. Du bringst sie um. Kommt wohl ganz auf die Perspektive an. Ich sehe es so. Das sind drei kleine Schweinchen, die nur darauf warten, dass ich sie vom Leben heile. Könnte mir gut vorstellen, dass die das nicht ganz so sehen. Wenn du sie verletzt, Zaz, komm ich dich holen. Darauf möchte ich wetten. Doch vorher ein Spiel. Irgendwo in Arkham City klingelt in diesem Augenblick ein Telefon. Ich weiß, es ist ein großes Gebiet, aber du findest es. Brauchst du zu lang, töte ich die Schweinchen. Und versuch ja keine Tricks. Ein Freund half mir, dieses Signal über jeden Verbindungsknoten von hier bis Bloodhaven zu leiten. Du findest halt mich nicht. Jetzt leg auf und fang an zu laufen. Klingeling. Klingeling. Ja, wie üblich, ne? Victor wieder nur ein Scheiße labern. So, wo ist das gay-ass Telefon? Bumm. Ich bin ehrlich, viele labern Missionsdesign, Gameplay. Ich liebe beides. Seien Sie, was ich will, ist bei dem Missionsdesign, dass wenn man 2 Meter von der Strecke abkommt, das ist Mission. Ja, genau, das meine ich. Also, das ist halt. das ist halt die Fresse, aber wirklich gut. Du hast halt keine Freiheit in den Missionen, weißt du? Das ist halt das Ding. So an sich, dass das Gameplay langsamer ist und so, finde ich eigentlich nicht schlimm. Das ist halt dann einfach Geschmackssache. Ich finde das cool, es gibt den ganzen irgendwie Gewicht so, aber ja. Und es ist halt ganz oft auch so dieses Reiten und so. Ich finde so, das ist bei mir beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo ich es halt nochmal zocke, ja, das stört mich schon ein bisschen. Halt die Frage, wie stark das jeden so stört. So. Manche mehr, manche weniger. Ja, zum Beispiel, du meintest ja, das Video von Naked Jakey fühlst du gar nicht. Ich kann das schon nachvollziehen. Oh. Junge, geh hoch. Du Hund! Das ist das Telefon. Ja, ich bin echt besonders bei Red Dead, braucht man doch keine freie Mission, das ist die Story gerade. Ja, das ist halt Geschmackssache so. Ich hätte nichts gegen, wenn es ein bisschen offener wäre. Dass man zumindest ein bisschen Freiheit hat. Ja, oder dass es ein bisschen interessanter ist, manche Sachen. Aber an sich, ja. Also. Habe ich dir je von meinem ersten Mord erzählt? Für mich ist das Game immer noch ein 10 von 10 Game. Was soll ich dir sagen? Wie du sicher weißt, waren meine Eltern tot und ich reich. Oh Gott, jetzt labert du noch weiter. Achso. So reich, dass ich alles haben konnte, was ich wollte. Aber ich wollte nur, dass sie leben. Jetzt weiß ich, dass dies unmöglich war und ihr Tod einem höheren Zweck diente. Aber damals,
Da hatte ich noch keine Ahnung davon, wie viel Spaß es macht, warmes Fleisch zu zerschneiden. Mir war überhaupt nicht klar, wie ich es all diesen Leuten ersparen könnte, ihr elendes Leben zu leben. Du hättest es dabei belassen sollen. Wirklich? Dann höre ich jetzt auf. Such ein anderes Telefon, Batman. Bis dann. RIP. So nehme ich Ananas. Genau so muss man in eine Diskussion reingehen. So ist richtig. So mache ich es auch immer in meinen Videos. Hundertprozentig. Andere Meinung gibt's nicht. Wenn er andere Meinung hat, hat keine Meinung. Richtig so. Was ist nur mit diesem Pinguin los? Wieso haben alle Angst vor dem hässlichen Zwerg? Hört, dass sie Bruce Wayne hierher gebracht haben? Schnee von gestern, Mann. Pinguin hat sich das hier. Oh, die Lok-Simulator. Ja, es ist auf jeden Fall, die haben hier schon mehr Sachen reingepackt. Also ich finde so die Nebenmissionen in Arkham City sind jetzt nicht so geil. Was ist los mit dir? Wieso weißt du von all den Sachen nichts? Keine Ahnung, vielleicht soll ich da gerade pinkeln. Okay, ich werde dich mal auf den neuesten Stand bringen. Pinguin hat Freeze. Nicht schießen! Nicht schießen! Hoch da! Ach, so viele Dialoge wie in Death Stranding. Ach, Death Stranding. Das war schon. Also die Ballons konnte man noch auch, ne? Die sind doch auch so ein Ding, was man zerstören konnte, ne? Stream 0 von 10 mit Don't Be So Serious, 30 von 10, ja, Mann. Ja, die Mucke ist einfach 10 von 10. Freue mich richtig auf Death Stranding 2. Ich hoffe, Death Stranding wird mir gefallen, dass ich mich auch auf Death Stranding 2 freuen kann. Mal gucken. Auf hier. Ja, wir bleiben. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wenn Joker alle umlegen. Warte mal, wann kommt eigentlich Death Stranding 2? Es ist nicht dieses Jahr, ne? Das ist zu früh, oder? Soll die 24? Oder für wann ist Death Stranding 2 angesagt? Wahrscheinlich 24, ja. Ich auch mal aus, ja. Das Training hat ein gewöhnungsbedürftiges Gameplay, ich kann es anders. Muss ich sagen, also Death Stranding ist ein sehr, sehr einzigartiges Game. Und bisher finde ich das Gameplay hätte, sogar ganz okay. Kann ich sämtliche Funksprüche von Pinguin Google abhören. Sogar dieses Jahr. Hm. Hör mal auf, müde. Ja, was soll ich denn sagen? Also, cool, ich werde gleich wieder wach, alles gut. Kann eigentlich nicht sein, dass ich müde bin. Wie gesagt, ich hab sogar noch ein Energy. Ich hab sogar noch einen Energy-Kühlschrank. Aber den baller ich mir heute, glaube ich, nicht mehr rein. Wobei, der wird jetzt schon echt gut fetzen, ne? Jetzt wäre schon... Boah, jetzt hätte ich den schon ganz gern hier. Stream geht noch fast zwei Stunden. Ja, ja. Ja, dann trink. Eigentlich wollte ich mir den für schlechte Zeiten aufheben. Aber vielleicht muss ich auch gleich nochmal zum Kühlschrank. Keiner geht rein oder raus. Jokers Leute auftauchen, schießen. Was ist mit Batman? Auch umlegen. Was? Einfach so? Ja, der lügt. Der lügt. So. Kippen Monster. Ich habe leider kein Monster, weil Kaufland keine Monster hat. Ich habe nur Rockstar. Wie sieht's denn aus? Was weiß ich? Wie sollen wir es denn erkennen, wenn wir es sehen? Jetzt in Energy hinter die Binde kippen wäre strong. Ja, das wäre schon. Oh, ich würde es gerade. Irgendwie, jetzt gerade fühle ich sehr. Na, nicht gut. Jetzt gerade fühle ich sehr. Kaffee fühle ich gerade nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Pinguin ihn haben will. Das genügen wir.
glaube, dafür brauche ich noch ein anderes Item. Es ist nicht hier! Einen Moment mal. Wollt ihr mir damit etwas sagen? Als ob. Ich komme nicht in Zeit, dass ich euch dabei helfen muss, einen einzelnen Raum zu durchsuchen. Nein, ich meine... Eisgebruder voll ins Gesicht. Macht wach, True Dad, Alter. Er versucht zu verschwinden. Gut, oh ja, noch was. Hab gehört, dass Batman zu euch kommt. Ich find's lustig, Bananenbruder als auch die anderen haben sich Arkham Asylum wegen dir geholt und haben uns beide kaum gezockt. Ich habe wenigstens das Asylum City komplett durchgeballert. Rockstar ist Schmutz. Rockstar hat Kojima nicht unterstützt. Ja, ja, okay, ja. Jetzt trink den kühlen Energy. Jetzt mache ich mir nicht schmackhaft, Junge. Das kann nicht sein, dass ich mir heute noch ein Energy reinkippe. Ich dachte, ihr könnt das. Der lässt euch ja wie Idioten aussehen. Kojimas Gott. Du wirst mir nicht entwischen. Ja, Wu ist irgendwie weg, ne? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Mario Kart war auch zu viel für ihn so. Ich glaube, das war zu viel für den Bray. Alter, sind jetzt alle auf einer Stelle. Jetzt will ich flicken. Ich habe mir eine Scheiße, die Binde. Haltet ihn auf! Er lässt euch wie ein paar Schulmädchen aussehen. Wo ist die Spawn, der? Oh, warte! Bumm! Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Wo ist noch auf Babypark? Wo zum Teufel bist du? True. Ja, fucking Babypark. Als die letzte Strecke des Abends war, aber auch wirklich ein Verbrechen, Alter. Ihn überwacht sein Brenner mit Herzfrequenzmessgerät. Er wird es merken, wenn ich einen davon ausschalte. Ich muss schnell sein. Mir fehlt ein Mann. Das ist nicht gut, oder? Aber ich bin mir sicher, dass mich der Rest von euch nicht enttäuschen wird. Wir haben Pinguin gehört. Bewegung! Okay, warte mal. Ganz kurz, Boys. Ganz kurz. Sorry, geht gleich weiter. So. So. Wie kann man Wrestling Games zocken? Was? Ja, sorry, hab die Schräge aus Gag genommen. Keine Ahnung, wie das sieht. Alles gut, Drake. Alles gut. Dir verzeih ich das. Dir verzeih ich das. Apo. Apo ist aufgewacht. Muss erstmal Pipi machen. Das ist nicht gut. Er wacht nicht auf. Ehrlich, 10 von 10 Stream, let's go. Wir haben noch 100 Zuschauer. Was geht? Für die Boy, was geht? Was geht da? Wegen Merkel. So nämlich. Versucht ihr mich zu beschreiben? Findet ihn! Du musst dich. Ihr habt gehört, was der Pinguin gesagt hat. Shut the fuck up. Was hat Ananas jetzt wieder gesagt? Sie hatten recht. Ich habe einen gefunden. Warum kann ich nicht? Ich will hier den Kopfüberding machen. Hey, wach auf, Mann! Komm, wach auf! Also der war runterjumpt, Alter. Der hat ja anders Bock. Victor ist back. Victor, hast du schon... frag mal Christian, ob er auch mit möchte. Was ist los? Lass ihn, wir müssen uns jetzt um etwas Wichtigeres kümmern. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Hab schon gefragt. Sehr gut. Was hat er gesagt? Ist he dabei? Or is he not dabei? Der muss aber schon pennen, so. Ja, okay, alles klar. Kann ich verstehen. Hä? Frechheit! Geh weiter! Das macht mich sehr unglücklich. Er lässt euch wie ein paar Trottel aussehen. So, jetzt guck mal, Alter. Jetzt machen wir hier den heftigsten... über smarten Move, Junge. Ich hab einen von euch Idioten Holy verloren. Shit. Wir das Ganze. Pinguin hat euch einen Befehl gegeben. Los! Kann doch nicht sein. Hier drüben liegt noch einer von uns.